Ich hätte zwar nicht gedacht, dass ich nochmal ein Video zu Fortnite mache, aber wir hatten ja das Cube-Event. Da ist der Cube explodiert vor unseren Augen und ich dachte mir, ich halte das hier noch ein bisschen mal fest und zeige hier mal verschiedene Ansichten, wie das Ganze explodiert ist. Mal gucken, von welcher Perspektive sich da noch ein bisschen mehr verändert hat. Na, am besten schauen wir einfach mal uns das an. Ich war dann auch noch ziemlich beeindruckt, als wir dann auf einmal in diesen Raum reingezogen wurden von Cube. Ich kann nicht genau sagen, ob das das Universum war oder irgendeine zweite Dimension. Aber jedenfalls ist ja denn durch einen Riss, der vor unseren Augen entstanden ist, ein Schmetterling rumgeflogen und hat uns dann danach auch wieder zurückgebracht. Und auf einmal war denn der Loot Lake auch verwandelt. Wir hatten auf einmal Inseln da, Blumen sprießen und ein Regenbogen rüber. Und das war das Cube-Event. Ich fand das schon mega Hammer, damals schon mit der Rakete und jetzt sowas. Also Fortnite hat mich wieder ziemlich stark beeindruckt. Jetzt ist mir aber noch was aufgefallen. Und zwar, bevor der Cube explodiert ist und sich hier alles verändert hat, hat er vorher noch einen Tropfen in den Boden geschickt. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Aber mir ist es aufgefallen und da habe ich mich gefragt, ist dieser Tropfen jetzt dafür gewesen, dass sich am Ende denn da, sag ich mal, die Inseln formen und da Blumen sprießen und ein Regenbogen drüber steht oder halt, ob das jetzt Nachwirkungen noch später hat. Na, muss man mal ein bisschen gucken, aber ich fand das ganz schön beeindruckend, hat wieder Spaß gemacht, hier Fortnite zu starten, jetzt spiele ich auch wieder ein bisschen nach dem Event, naja, muss man mal gucken. Ansonsten war es das Ganze hier, ich zeige dir nochmal hier ein paar Momente, wie er explodiert ist, aber ansonsten war das hier schon das Ende.